Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Hallo Rüdiger. Hallo. Wie laufen die Gespräche? Die Gespräche laufen gut. Ich weiß jetzt nicht, welche Gespräche, aber ich habe viele Gespräche und kann ich eigentlich positiv berichten. Und von daher laufen gut. Berichten ist gut. Fangen wir doch mal bei Steven Zellner an. Ja. Wie geht's ihm und was ist da einfach Stand der Dinge? Wie sind die Gespräche? Ja, Zelle wurde am Montag operiert, lief alles nach Plan. Dass das Knie jetzt nicht schön aussieht, ist glaube ich klar, aber trotzdem war das so wie geplant einfach durchgezogen worden und muss man jetzt einfach sehen, wie die Reha verläuft und ob da auch nochmal eine Folgeoperation nötig ist, dann mit Kreuzband dann nochmal repariert wird, gut gemacht wird und von daher, das ist total offen der Ausgang auch. Wird er nochmal spielen können? Welches Niveau wird er spielen können? Und deswegen muss man einfach abwarten, wie da die Reha bei ihm verläuft. Das heißt, ihr schaut einfach, wie es läuft und dann sprecht ihr einfach nochmal miteinander. Ja, am Ende ist der Austausch mit Zelle einfach gut. Er weiß auch, er legt sich schon ein paar Jahre mit Problemen rum. Jetzt war einfach der Zeitpunkt, wo er sich hat operieren lassen müssen und muss einfach dann sehen, wie die Reha verläuft und ist da überhaupt nochmal möglich, auf dem Niveau zu spielen. Ja, ja. Gut, in der Sportarena, das ist dann das Nächste, was das Thema Gespräche anbetrifft, hast du ja, sagen wir mal, ein bisschen den Eindruck erweckt, dass es nicht unbedingt erforderlich ist, einen neuen Trainer zu holen. Würde auch vielleicht gar keinen Sinn machen, wenn der jetzige Trainer den Aufstieg in die zweite Liga schafft. Was meinst du denn dazu? War auch ein gutes Gespräch in der Sportarena. Letztlich gibt es da nichts Neues zu berichten. Ich glaube, die Aussage lässt viel Spielraum und ebenso werde ich mich dazu weiter jetzt nicht äußern. Wir wollen klar eine Entscheidung treffen und werden es dann auch kundtun. Gut, vorgestern hat jetzt ein anderes Thema, das eigentlich jetzt den sportlichen Bereich weniger betrifft, der erste FC Saarbrücken seinen 120. Geburtstag gefeiert. Es gab einen Zug vom Bürgerpark bis ans Schloss. Und danach gab es dann Polizeiberichte bzw. eine Pressemitteilung, die in vielen Fanbereichen nicht gut angekommen ist. Da war dann, ja, die Dinge wurden etwas anders dargestellt, als viele sie empfunden haben, möchte ich mal so sagen. Ich weiß nicht, warst du auch dabei? Ich war nicht dabei. Letztlich habe ich den Polizeibericht auch gesehen, auch gelesen. Am Ende muss das aufgeklärt werden. Deswegen kann ich da nicht weiter was dazu sagen. Einer sagt so, der andere so. Wird mit Sicherheit Zeugen geben. Von daher kann ich beide Seiten vielleicht verstehen. Aber letztlich war ich nicht dabei und kenne keine Details dazu. Ja. Gut, das ist das eine. Vor dem letzten Spieltag hat dann die Polizeigewerkschaft DPOLG sich gemeldet und gesagt, der 1. FC Saarbrücken sollte sich bitte an den Kosten dieser Spieltagssicherheitsmaßnahmen beteiligen. Ist es nicht Zeit, mit der Polizei sich einfach mal zu unterhalten, da eine Kommunikation zu führen? Es scheint ja schon so, dass es da doch deutliche Spannungen gibt insgesamt. Ja, letztlich ist jetzt nicht das ein Thema 1. FC Saarbrücken Polizei, sondern das ist, glaube ich, ein allgemeines Thema. Ich glaube, vor Jahren gab es da schon mal in Bremen diesen Prozesseinwand, eine Rechnung, die geschickt wurde. Ich glaube, das ist immer noch nicht im letzten Detail auch geklärt. Wird das bezahlt, wird das nicht bezahlt, wer übernimmt die Kosten? Von daher ist das jetzt nicht eine Thematik, die uns alleine betrifft. Am Ende ist natürlich so ein Hochrisikospiel mit einem großen Polizeieinsatz auch verbunden. Ich glaube, einen Tag später war das gleiche Programm in Kaiserslautern gegen den Hamburger SV. Also betrifft einfach viele Vereine. Und letztlich muss man, glaube ich, da auch abwarten, was da letztlich geurteilt wird aus diesem Fall, der in Bremen war. Ich glaube, das ist noch nicht final auch entschieden. Gut, schließen wir den Komplex ab. Es wird auf jeden Fall noch Gespräche geben zwischen dem Verein und der Polizei, auch in Bezug auf diese Geschichte mit dem Zug durch die... Am Ende gibt es ja immer Gespräche, ob jetzt in Vorbereitung der Spieltage, da wird es dann auch immer wieder Thema sein. Also letztlich ist man da schon im Austausch. Man muss ja sein und ist auch vernünftig, da auf einer
normalen Ebene dann auch darüber über verschiedene Dinge zu diskutieren. Dass man jetzt nicht in jedem Punkt immer einer Meinung ist, ist in dem Fall wahrscheinlich so, ist wahrscheinlich in vielen anderen Themenbereichen genauso. Ja. Gut, jetzt das Spiel gegen Meppen steht vor der Tür. Da gibt es viele Anzeichen dafür, dass die sich schon aufgegeben haben. Der Sportdirektor hat jetzt hingeschmissen, Anfang der Woche, 11 Punkte bis zum 16. Platz. Wie geht man so ein Spiel an? Mit der nötigen Ernsthaftigkeit. Am Ende ist der letzte Strohhalm wahrscheinlich gegen uns. Und mit Sicherheit werden sie alles in die Waagschale werfen, um sich einfach gut zu präsentieren. Und das muss uns einfach bewusst sein, dass sie alles geben werden, dass unabhängig von Tabellensituationen, unabhängig von dem Abstand, den sie jetzt haben zum rettenden Ufer und auch unabhängig von den Querelen oder den Unruhen, die es einfach gibt dann bei einem Verein, der auf dem letzten Tabellenplatz steht, werden die einfach alles tun, um uns zu ärgern. Und dafür müssen wir einfach gut spielen. Wird eine andere Art des Spiels sein, wie es jetzt gegen Dresden war, ist uns total bewusst. Und wir müssen einfach eine gute Leistung abrufen und mit aller Ernsthaftigkeit da eine gute Leistung abrufen, dass wir das Spiel gewinnen können. Weil das ist einfach so, wir sind Favorit, fahren dahin, um das Spiel zu gewinnen. Ja. Jetzt hat Marcel Gauss ein besonders gutes Spiel gemacht, wie eigentlich alle. Deswegen, ich glaube, man kann jetzt in dem Spiel aber wirklich gar keinen rausnehmen. Ich würde einfach herausheben, dass die Mannschaft insgesamt funktioniert. Dass im Grunde es fallen Spieler aus, Piane Tölke, kommt Dominik Becker rein, funktioniert. Ja. Carlo Rizzuto ist gesperrt, Marcel Gauss kommt rein, funktioniert. Und ich glaube, das ist einfach eine Stärke im Moment von uns, dass wir diese Ausfälle, ob jetzt durch leichte Verletzungen, Sperren, einfach sehr, sehr gut kompensieren können. Und das muss so bleiben einfach. Das haben wir, glaube ich, im Winter auch gesagt. Die Breite des Kaders kann ein großes Plus sein. Die Erfahrung, die in dem Kader einfach drin ist, kann ein großes Plus sein. Im Moment ist es so, müssen wir trotzdem dranbleiben und weiter hart arbeiten. Ja. Aber welche Folge hat das jetzt für diejenigen, die jetzt ausgefallen sind? Für Meppen, meine ich jetzt. Also Tölke und Calogero. Ich verstehe die Intention der Frage. Am Ende haben sie mir das alle schwer gemacht, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist ja das Schönste, als Trainer schwierige Entscheidungen treffen zu müssen. Weil wenn klar wird, die 11 spielen, dann weiß ich, die anderen hinten dran, die funktionieren nicht. Die machen es schlecht und bringen ihre Leistung nicht. Und so in der Konstellation ist es einfach brutal schwer, jetzt dann Entscheidungen zu treffen. Und deswegen, ich bin froh, dass ich diese Entscheidung treffen muss. Es wird auch Entscheidungen sein, die wehtun. Auch jetzt vor dem Dresden-Spiel war mit Sicherheit, hat jeder damit gerechnet, dass Dodo Ernst spielt, der gut trainiert, gute Leistungen gebracht hat, kurzfristig ausgefallen war einfach in den Wochen davor. Ich habe mich dann für Dominik Becker entschieden in der Konstellation und er hat funktioniert. Und trotzdem auch jetzt habe ich kein Problem, Dodo Ernst spielen zu lassen oder wieder Bernhard Tölke reinzubringen. Muss man einfach abwarten, wie der weitere Verlauf ist. Er fühlt sich deutlich besser. Aber letztlich muss er auch bei 100% sein, dass er einfach auch ein Mehrwert für die Mannschaft ist. Wie ist denn noch der Status bei Mike Franz? Ja, hat er auch viele Probleme? Ja, Mike ist jetzt die Woche wieder im Mannschaftstraining, hat natürlich viel verpasst, war immer wieder aus dem Trainingsrhythmus raus. Ich glaube, vor dem Pokalspiel gegen Merchweiler hat er trainiert, war so diese Vorgabe, okay, da 90 Minuten zu spielen, hat sich dann da wieder verletzt und ist einfach schwer. Es ist zu beurteilen. Es ist jetzt einfach schön, dass er auch wieder auf dem Trainingsplatz mit dabei ist. Und muss man einfach sehen, wie die Belastung jetzt gesteigert werden kann. Aber sieht im Moment auch ganz gut aus. Und am Ende haben wir jetzt noch auch mit der englischen Woche, mit durch das Pokalspiel, einfach viele Spiele, wo wir auch jeden Spieler brauchen werden. Ja. Okay, dann vielen Dank und viel Erfolg. Danke. Hallo Kasim. Hallo. Ja, wie hast du denn die vergangenen Wochen erlebt? Die waren ja sehr abwechslungsreich. Erstmal Anfang des Jahres, diese, bei uns würde man sagen, Bass, also eine Zeit, wo überhaupt nichts lief. Und dann diese 9-Punkte-Woche. Wie kam das bei dir an? Wie hast du das Ganze verarbeitet? Ja, am Anfang ein bisschen schwierig, weil wir uns viel vorgenommen haben und dann ein paar schlechte Spiele und negative Ergebnisse und gute Spiele und negative Ergebnisse. Ist dann schon ein bisschen hart und dann kam uns, glaube ich, diese 9-Punkte-Woche sehr zugute.
die Gegner und weiß nicht, es war eine sehr gute Woche, ein sehr guter Start gegen einen guten Gegner Wiesbaden und dann nachgelegt und es hat uns so einen Antrieb gegeben und da sind wir nochmal zusammengewachsen als Mannschaft und das haben wir dann in den nächsten Wochen weiter umgesetzt, gute Ergebnisse erzielt, bis auf ein Spiel, was man auch besser spielen konnte und am Ende ein bisschen Pech hatten, aber von den Ergebnissen her sehr gut. Ja. Du hast ja persönlich sehr entwickelt. Ist dir das selbst so aufgefallen oder ist das nur eine Erscheinung, die von außen her betrachtet so kam? Ja klar, ist mir das auch selber aufgefallen. Also auf dem Platz ist auch ein Selbstverständnis da, die ich dann am Anfang so etwas weniger hatte oder auch das hat sich dann durch die Position und das Vertrauen und allein von der Mannschaft auch die Unterstützung hat sich dann in den letzten Wochen und Monaten gut angenommen und umgesetzt dann auf dem Platz. Ja, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ist für die Mannschaft und für dich der Aufstieg das klare Ziel? Ich persönlich möchte alle restlichen 6 Spiele gewinnen und wenn ich alle restlichen 6 Spiele gewinne, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Aber vom Aufstieg möchte ich jetzt nicht reden. Es gibt genug schwere Spiele und du musst erstmal von Woche zu Woche jedes Spiel gewinnen und dann kannst du am Ende schauen, ob es vorher zu reden bringt leider nichts. Genau, es gibt also 6 Endspiele im Endeffekt, ne? Endspiele, Fußballspiele, Spiele mit Spaß. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich gehe jedes Spiel mit Spaß an, versuche 100% zu geben und ja, Endspiele, Fußballspiele. Das ist für mich dasselbe. Für mich ist sogar ein Freundschaftsspiel ein Endspiel. Ja. Gilt denn eigentlich auch dein Vertrag für die zweite Liga? Ja. 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 Also, dann bist du voll dabei. Jetzt spielt ihr gegen Meppen. Da hört man schon, dass die so ein bisschen, oder man hat den Eindruck zumindest, dass die sie ein bisschen schon aufgegeben haben. Es sind schon 11 Punkte Rückstand auf den rettenden 16. Platz. Ist das denn auch tatsächlich dann so ein entscheidendes Spiel oder muss man das einfach nur gewinnen? Ich glaube, wenn wir unser Ziel erreichen wollen, müssen wir jedes Spiel gewinnen. Und es ist besonders dann ein schwerer Gegner, wo man auch denkt, hey, die stehen ein bisschen weiter unten, wie zum Beispiel gegen Zwickau oder so, wo du vielleicht ein bisschen nachlässiger wirst. Das darf uns nicht passieren. Wir müssen jedes Spiel genau gleich angehen, wie jetzt auch das letzte Heimspiel gegen Dresden. Von der ersten bis 90 Minuten Vollgas, ja. Nichts zulassen hinten, vorne voll drauf gehen, unsere Torchance nutzen. Und die gehen ja auch auf den Platz und wollen gewinnen, wollen die Punkte holen. Auch wenn es jetzt schwieriger wird für die, ja. Aber solange es möglich ist, werden die auch alles geben. Ja.